Eigentlich habe ich Angst davor, Dinge nicht zu schaffen, die ich vielleicht machen will. Aber gerade deswegen mache ich es, auch wenn es vielleicht getrieben durch Angst ist. Die Vergänglichkeit ist immer da. Wenn du mit den Problemen, mit denen du dich beschäftigst, in die Öffentlichkeit gehst, in dem Sinne ja mit Songs, weil kann ja jeder hören, dann hilft das, denke ich, auch vielen Menschen, weil die deine Sichtweise vielleicht nachvollziehen können. Der hat auch genau die gleichen Probleme wie ich. Bin ich allein. Und ich glaube, das ist sehr viel wert, weil man sich oft sehr allein fühlt. Das Intro geht los, der Clip-Track geht los und dann sind es irgendwie noch 30 Sekunden, du gehst auf die Bühne und dann ist einfach Shutdown und du bist in deiner Welt. Wir sind nur wir, wir haben eine geile Zeit, metteln da übel ab und bestenfalls finden das die Leute auch geil. Die meisten Leute gehen ja davon aus, so, wenn du in der Metal-Szene unterwegs bist, dann, naja, du hast schwarze Sachen an, du bist tätowiert, du hast Piercings, keine Ahnung, du hörst Musik, wo Leute nur rumschreien. Aber eigentlich sind das die nettesten Leute auf der Welt, weil die akzeptieren dich einfach so, wie du bist. Egal, wie du aussiehst, wo du herkommst oder was du gut findest, was du schlecht findest. Deswegen ist schon ein Stück Familie. Musik sogar im Allgemeinen ist ein krasses Ventil und Ausweg von schlechten Emotionen und schlechten Gedanken, insbesondere aber live zu spielen.